Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buh. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir noch mal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte, ja. Weißt du was, das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treffe dich dann da. Ja, und damit, liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück mal wieder bei Watch Dogs. Schön, dass ihr dabei seid. Wir fahren mal wieder von unserer Privatinsel hier raus. Irgendwie werde ich nämlich immer wieder da rausgeschmissen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erst einmal direkt zur nächsten Kampagnenmission ungeladen, aus Akt 2, glaube ich, immer noch. Und danach können wir ja noch schauen, für was noch Zeit ist und worauf wir noch Lust haben. Ups, das hat geknallt. Ich glaube, den kleinen schicken Wagen hier nehmen wir direkt mal mit. Der sieht auch ganz nett aus. So, und dann geht's jetzt also da die 1 Kilometer Richtung Hauptstory-Mission und danach, wie gesagt, schauen wir, was weiteres ansteht. Der Wagen ist auf jeden Fall sehr geil. Der war auch in dem Trailer drin oder in einem der ersten Videos, beziehungsweise Gameplay-Videos, die wir da zu dem Spiel mal gesehen hatten. Weiß ich noch. Da habe ich schon gedacht, Mann, der sieht nett aus. Ansonsten finde ich ja, die Autos sind so durchwachsen. Also die sind einerseits schon teilweise auch sehr nice, aber wenn ich zum Beispiel auch an GTA 5 und so weiter denke, da gibt's schon noch glaube ich, geilere Wagen, so vom Gefühl her. Die hier in dem Spiel, die sind zwar auch alle angelehnt an echte Autos, das muss man sagen, und es gibt auf jeden Fall auch welche, die sehr cool sind, schnell sind, gut aussehen, aber auch vom Sound her und so, der ist vom Sound her ja zum Beispiel ganz nett hier. Aber ich glaube, so im Insgesamten finde ich die in GTA 5 etwas besser, die Autos. So, da haben wir auch hier direkt einen Fixer-Auftrag noch. Können wir ja je nachdem auf dem Rückweg dann machen. Wir fahren jetzt erstmal die Mission machen. Ich will mich jetzt nicht wieder ablenken lassen von lauter Zeug. Und danach schauen wir weiter. Viele Grüße übrigens mal an dieser Stelle an meine wunderschöne Freundin, die übrigens jetzt auch irgendwie angefangen hat, das Watch Dogs Let's Play zu gucken. Ich weiß zwar nicht, ob sie bis zu dem Part hier durchmacht, aber die hat heute irgendwie Videos nachgeholt. Die hatte nämlich lange Zeit nicht geguckt, das Let's Play, und hat jetzt irgendwie, ja, heute mehrere Stunden Videos geguckt, Watch Dogs. Insofern, viele Grüße an sie. Wobei sie so eine ist, die schaut sich dann immer das Video an und wenn ich quatsche, dann überspringt sie das auch gerne mal und schaut sich nur die Story an. Naja, aber gut. Trotzdem schaut sie meine Videos. So, hier steht wieder ein Eiswagen. Ich und der Eiswagen, das war ja eine gute Freundschaft. So, ungeladen, Akt 2. Viel Spaß bei der nächsten Mission. Ich hätte gern 2 Kugeln Vanilleeis. Hey, was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Ein Eiswagen. Ich will gar nicht wissen, was er da drin hat. Sag ich ja. Ich bring die Jungs mit. Oh. Oh, Himmel. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die 2 Sackraten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car, direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis hießen. Dann los. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur Ding und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Das hier hätte ich für dich. Eine Haftbombe. Hä? Sie haftet. Cool, oder? Hm. Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfressen. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja, genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Johnny. Perfekt. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück weg. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine Proberunde. Ich wäre dabei. Haftbomben? Yeah, Akt 2 ungeladen. So. Also, wie funktioniert das mit den Haftbomben? Pass auf, wir haben jetzt
den Truck mit USVs zerstören. Okay, jetzt wird's erstmal erklärt hier. Unkonventionelle Sprengvorrichtung. USVs oder USVs sind ferngezündete haftende Sprengvorrichtungen. Rüsten Sie ein USV im Waffenrad aus, halten Sie G gedrückt, um damit zu zielen, und lassen Sie los, um sie zu werfen. Drücken Sie Leertaste, um einen Wurf abzubrechen. Halten Sie Q, um die USV zu zünden. Unbenutzte USVs können Sie mit E wieder aufsammeln. Also Jamcoms, Annäherungs-USVs und USVs. Und die kann ich jetzt hier dran haften. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auf Nummer sicher und nehmen eine an der Seite und noch schön eine vorne. So, und dann kann ich mir hier noch mehr holen. Das nehme ich mir. Jetzt ist mein Lager voll. Und dann würde ich sagen, zerstören wir das Ding mal. Schön in Sicherheit gehen hier. Man weiß ja nicht, wie explosiv die sind. Sieht auf jeden Fall nett aus. So, erreichen die Sienna Brick Factory. Oh, das Ding macht jetzt noch traurige Musikgeräusche. Es tut mir leid, mein lieber Eiswagen. Ich glaube, ich sollte hier verschwinden. Da vorne ist jedenfalls dieses Sienna Brick Dings und da sollen wir hin. Würde ich doch sagen, wir fahren... Oh, guck mal hier, ein Betonmischer. Nehmen wir den Betonmischer. Jetzt habe ich sogar ein neues Auto verfügbar. Sind wir nämlich noch nicht gefahren mit dem Ding. Gut, hier darf ich einfach reinfahren. Da wollen Irax Männer Bedbug umlegen. Ja, nicht, wenn ich das verhindern kann. Okay. Ah, shit! Ich lege einen Hinterhalt und erledige die Karte. Irax Männer. Ach komm schon! Bedbugs Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Das Ding ist am Arsch. Es hängt. Fuck, und da komme ich nicht drüber. Ich hatte gedacht, das Ding kann besser über die Sprungschanze, aber es hat nicht so richtig geklappt nach meinem Plan. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Fuß hier. Das ist ja auch direkt in der Nähe, die Fabrik. Da, wo Bedbug umgelegt werden soll von Irax. Ach Gottchen, jetzt sind das Gleise, ne? Aber ich denke mal, hier komme ich trotzdem irgendwie in Richtung des Fabrikgeländes. Ja, genau, da, Sienna. Da wollen wir doch hin. Ist auf jeden Fall der richtige Weg hier. Und ich meine, die paar Meter kann ich auch mal noch zu Fuß fahren. Genau, zu Fuß machen. Man muss ja nicht immer überall hinfahren. Gottchen, jetzt ist das auch noch drin. Ach so, hier ist ein Tor. Ich wollte schon sagen. Ist verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher noch. Was ist das hier? Ach, guck mal da. Die kennen wir doch. Pierce, hast dich gar nicht hochgejagt? Noch nicht. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfallen, geil. Ah, Ostereier finde ich gut. Vor allem, wenn es Sprengfallen sind. Planlos verbunden mit nahegelegener Kamera. Alte HDD im Gedingens. Irax hat die Vs in zwei Gruppen eingeteilt. Wir halten seinen Scheiß am Laufen und haben zwei Auswege. Die Kiste oder in den Knast. Aber sein engster Kreis da oben. Diese Dicker, Mann. Die haben einen Fluchtplan. Die haben das Geld und die Geheimnisse. Und kümmert sich einen Scheiß darum, was mit uns passiert. Ich muss da irgendwie rein. Bomben legen, Deckung anpassen und einen Aussichtspunkt finden. Okay. Gottchen, wo denn überall? Ja, überall, wo hier... So... Mögliche Position als... Wachpostens. Mehr Reifenspuren. Ah, okay. Von beiden Seiten. Jetzt habe ich es erst verstanden. Wir haben noch 50 Sekunden. Okay, ich muss. Und hier laufen dann die Deals. Muss hier Bomben platzieren. Da muss jemand. Shit, ich habe keine SUVs mehr.
Okay, dann nehmen wir Annäherungs-SUVs. Ach, stimmt. Ja gut, dann darf ich mich nicht bewegen. Witzig. Okay, jetzt habe ich aber auch keine mehr. Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch welche? Ja, da sind noch welche. Jetzt habe ich natürlich zu spät angefangen, aber... So, ich gehe nach oben. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Die Viceroys nähern sich. Suchen sie sich einen guten Aussichtspunkt. Ich denke mal, hier kann ich zumindest einen Überblick haben. Da sind welche gekommen. Und da sind welche gekommen. Die Frage ist ja, soll ich jetzt schon eingreifen oder warte ich noch? Und schau erstmal, was hier abgeht. Mach dich bereit, Bad Bug muss gleich hier sein, Mann. Mann, der Boss will seinen Cousin umnieten? Was geht dich das an? Wenn Bad Bug sich wehrt, würde Irek das nicht machen. Na, dann sag das, Bad Bug. Vielleicht wehrt er sich gegen dich. Dann lebt Bee und dein Arsch ist tot. Ich wollte ja nur sagen, der Fettsack muss nicht sterben. Mechaniker, der verdient aber gut für einen Mechaniker. 102.000. So, die weiß doch nähern sie sich. Ireks ganze Crew ausschalten. So, damit haben wir jetzt doch schon ziemlich viele ausgeschaltet. Aber natürlich bei weitem noch nicht alle. So, den haben wir auch. Bam, da ist wieder einer ausgeschaltet. Ansonsten habe ich ja auch noch Splittergranaten. Jawohl, der ist ausgeschaltet, der Dicke. So, jetzt kann ich eigentlich mal die Kamera da hinten nehmen, wenn ich dann dran komme. Und dann kann ich mal gucken, wo noch welche sind. Hier scheint keiner mehr zu sein. Insofern haben wir, glaube ich, sowieso fast alle ausgeschaltet. Da ist noch einer. Da sind noch drei. Okay, passt auf. Jungs, ihr geht mal mit der Granate spielen. Und, Patz, damit haben wir ein Double. Und der da, der kriegt auch noch eine Granate. Patz. Und jetzt haben wir nur noch da hinten welche. Okay, da sind vor der Tür noch einige. Aber ich will jetzt halt auch nicht rausgehen. Guck mal hier, Granate! Der eine ist ausgeschaltet, der andere lebt. Wartet mal, wir nehmen mal die Schallgedämpfte. So, wieder einer weniger. Und wo ist jetzt noch einer? Draußen sehe ich halt noch Punkte, aber da kann ich jetzt nicht hin. Beziehungsweise will ich nicht. Ah, guck mal da. Kopfschuss. So, jetzt ist noch einer draußen. Kopfschuss. Und waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Ja, wir haben die ganze Crew ausgeschaltet.
Perfekt. Das war's, meine Lieben. Viceroys. Telefon. Hacken Sie das Telefon. Ach so, da hinten ist das Telefon. Ich dachte, mein Handy wäre am Klingeln. Meine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Ey, was? Hey, steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Wer entkommt denn noch? Dann nehme ich jetzt hier das Auto. Sieht ja auch geil aus. So gut wie tot. Ziemlich geiler Mafia-Schlitten. Guckt euch diese Felgen an. So, hinterher. Über die Gleise flieht er. Och, mein Lieber. Wow! Ah, da hast du nicht mitgerechnet, hä? Oh, ich glaube, das war's für dich, mein Lieber. Tschüss. So, den fliehenden Viceroy haben wir ausgeschaltet. Und jetzt haben wir noch Bedbugs Standort erreichen. Wo ist denn der? 1700 Meter. Okay, fahren wir noch eben hin. Beziehungsweise, ich lege mir einen Punkt auf die Karte. Wo ist denn der? Da oben. Da. Da ist Bedbug, den wir den Arsch gerettet haben, ohne dass er es so richtig weiß. Hier kocht die Straße. Wie sieht denn das Auto von innen aus? Oh, nice. Orange, nicht schlecht. Das sieht ja richtig schick aus. So, fahren wir auf jeden Fall jetzt noch zu Bedbug. Und erzählen ihm mal von seinem Glück, dass er eigentlich tot wäre, wenn wir nicht wären. Ja, war wieder eine heiße Mission. So richtig Highspeed hat das Ding auf jeden Fall nicht. Es kratzt an den Reserven bei relativ wenig Geschwindigkeit. Achso, übrigens noch was ich erzählen kann, weil einige da kommentiert hatten noch. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich mir einen Controller holen möchte, vielleicht dafür, dass ich das mal mit dem Controller spielen kann, damit auch die Lenkung nicht so rabiat ist und so weiter. Und ich habe mir jetzt tatsächlich mal einen bestellt, so einen Xbox-Controller für PC. Ist aber noch nicht da, müsste aber so die Tage kommen, deswegen, also vielleicht die nächsten Parts werden dann vielleicht schon mit Controller gespielt. Ich meine, klar, man kann das auch mit einem PS3-Controller machen, aber dann sieht man halt nicht so richtig, wo welche Tasten sind. Und da die Dinger nur irgendwie 20 Euro kosten für den PC, habe ich mir gedacht, hole ich mir mal einen. So, Bedbug ist in der Nähe, bleiben Sie ungesehen. Den Ruf, den er immer schon haben wollte. Jetzt muss ich ihm Angst machen, damit er mir hilft. Meine kleine Erpressung sollte ihn doch überzeugen. Ich gebe, aber ich kann auch sehr gut nehmen. Ja, wir haben ihm den Arsch gerettet, aber wir wissen auch, wie wir das jetzt zu unseren Gunsten nutzen, nämlich indem wir ihn erpressen. Was hat er vor? Das ist nicht witzig. Das kann er nicht machen. Oder doch? Warum genau? Ich dachte gerade schon, ich hätte noch eine Waffe oder so. Auf gar keinen Fall. Ah, jetzt soll ich ihn anrufen. Jetzt kann ich anrufen. Hey, Bedbug. Was hat er denn vor? Hallo? Warum hast du aufgelegt? Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich habe einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Bedbug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Tja, und was macht er jetzt? Jemand ist hinter mir her. Pass auf! Alle sind tot! Du musst mich hier rausbringen! Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Sie Gespenster. Nein, 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 wartet!
Scheiße. Tja, Bedbug, was machst du, ha? Huh? Hacken Sie das Terminal, um Bedbugs belastendes Material anzuzeigen. Ja, sind drin. Und Irix anteilen. Nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den, sorg dich um mich. Nein, und dann scheint es trotzdem dabei. Na, er wird langsam paranoid. Was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist, in Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann. Irak bringt mich um. Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein. Lösch den Scheiß, bitte. Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Na, den haben wir doch, oder? Ich würde sagen, das hat funktioniert. Nein, und anscheinend Akt 2 ungeladen ist damit abgeschlossen. Und ich würde sagen, ja, das hat funktioniert. Wir haben ihn am Haken. Unser Plan ist also aufgegangen. Und wir haben einen Skillpunkt erhalten. Schön. Okay, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, euch einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle. Bye, bye.